die drei Welten draußen und drinnen und dazwischen, zwischen, zwischen den Zeilen, zwischen dem Aus und dem Ein, atmen zwischen der Antwort und der Frage, zwischen leeren Regalen, ist jetzt so viel egal. Teilen, du bist ein Teil des Ganzen, Ausfall, ein Fall, Zwischenfall, Zufall, zwischen Angst und Vertrauen, Vergangenheit und Zukunft. Bin ich mit meinen Gedanken alleine, zu Hause in mir selbst. Oh, oh, oh. Heute sind wir mit unseren Herzen verbunden, verbinden Jung und Alt. Tropfen fallen, zu viele im August. Tonnenschwere Wolken vernebeln uns die Luft. Alles zu seiner Zeit, ohne Ahnung. Warten, bis es endlich. Nur in der Sommerzeit, Jahreszeiten, 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 Jahreszeiten. In hundertsten Sekunden, Minuten und in Stunden. In meiner Lebenszeit noch Halt gefunden. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, wo seid ihr heute? Auf die Jahreszeiten habe ich mich bei Zeiten gefreut. Und jetzt versuchen wir es wieder und jetzt geht mein Mikrofon. Das ist sehr merkwürdig. Wir haben hier ein bisschen technische Probleme. Also wir sind bei rockradio.de. Ihr hört die Local Music Radio Show mit Musik und Informationen aus dem Großraum Rhein-Main. Und meine Gäste sind Kaya heute. Das heißt 50% der Band Kaya aus Schwabenheim. Die beiden, die hier sind, dürfen das, denn sie leben in einem Haushalt. Und eigentlich war es so geplant, die
aktuelle Besetzung der Band heute in der Sendung hier vorzustellen, aber aus verständlichen Gründen kann das natürlich in der jetzigen Situation nicht stattfinden. Eben haben wir den Titel Jahreszeiten von Kaya gehört und der ist so heiß, mir erst vor einer halben Stunde hier per USB-Stick überhaupt übermittelt. Da könnt ihr jetzt gerne mal was zu sagen. Ja, hallo. Ist schön hier zu sein. Und ja, also es ist quasi noch vor dem Release heute. So heiß ist der Song Jahreszeiten. Wir nehmen ja gerade eine EP auf und ja, die ist gerade beim Mixen und Mastern. Wird also pünktlich zu Weihnachten beziehungsweise noch pünktlich für Weihnachtsgeschenke besorgen fertig. Okay. Ja, man muss ja immer ein bisschen vorbereitet sein, gell? Genau. Also könnt ihr schon mal einplanen. Eine EP habt ihr schon sicher als Geschenk für Weihnachten. Und ja, genau. Und heute kommt eben der zweite Song für die Öffentlichkeit raus, sage ich jetzt mal. Und zwar hier okay. In der Local Music Radio Show. Ja. Und ihr wart ja vor, wie lange ist das her? 2 Jahre? 2019 waren wir hier. Also damals noch oben bei der Rheinwelle. Ja. Und inzwischen hat es ein paar Veränderungen gegeben in eurer Band. Ja, wir begrüßen hier über den Äther ganz herzlich Finn Kellner, der ist neu am Schlagzeug, beziehungsweise mittlerweile ist er nicht mehr so richtig. Ja. Ist jetzt schon ein gutes Jahr mit dabei, genauso wie Mark D. Downs am Bass. Liebe Grüße an euch. Schade, dass ihr nicht hier sein dürft. Ja, das ist in der Tat sehr schade, denn mit kompletter Band macht das Musizieren natürlich sehr viel mehr Spaß. Ihr habt vorhin im Vorgespräch, wir hatten ja nicht viel Zeit vorhin zu schwätzen, aber natürlich Corona-Thema Nummer 1, auch dann immer wieder. Ihr habt gesagt, euch trifft es nicht so richtig hart, weil ihr ja beide Beruf habt, von dem ihr sozusagen hauptberuflich lebt und die Musik nur ein aufwertender Bestandteil eures Lebens ist, der euch Spaß macht und klar die Zeit ausfüllt, aber ihr müsst nicht davon leben. Wie schätzt ihr das ein, eure Situation? Wie kann man als Band trotzdem weiterleben, auch unter solchen Bedingungen? Also wir sind ja wirklich glücklich und dankbar, dass wir einfach als Hobby Musik machen können und ja, hoffentlich immer weniger als Hobby. Aber wir haben jetzt nicht dieses finanzielle Problem, das so viele andere Musiker momentan haben. Ja, ich denke, es ist total wichtig, momentan flexibel zu sein und zu gucken, okay, was kann ich denn jetzt in der Zeit machen? Kann ich vielleicht eben Aufnahmen machen? Kann ich zu Hause kreativ sein, Songs schreiben? Vielleicht dann doch irgendwie auch Musik über Streams bringen oder neue Videos produzieren. Also dass man einfach schaut, was kann man denn zu Hause oder halt mit weniger Leuten machen. Und ja, wir wünschen allen Musikern da draußen, dass ihr eben Lösungen findet und ja, dass es euch trotzdem gut geht und ja. Das Beste aus der Situation machen. Genau, dass ihr ja ganz tolle kreative Ideen habt in dieser Zeit. Auch wenn ihr jetzt nur, das soll nicht abwertend klingen, denn auf der Homepage habe ich gesehen, da gibt es ja eine extra Unterseite, auch Kaya als Duo, ja. Auch wenn ihr jetzt als Duo hier seid, ihr wollt natürlich Musik machen, habt Gitarren mitgebracht und das wäre jetzt schön, schon mal einen ersten Titel von euch zu hören, der da heißt Fasten your seatbelts. Schnallt euch an. Viel Spaß mit Kaya auf rockradio.de in der Local Music Radio Show. Wir rascheln einen Moment und dann geht's los. Thank you.
Das war der Song Fasten Your Seatbelts von Kaya live gespielt im Kulturclub hier in Biebrich in der Local Music Radio Show. Jetzt hören wir Auf dünnem Eis von Kaya aus dem Jahr 2012 ist der Titel. Zumindest ist er so bei mir gelistet. Mögt ihr da was zu sagen? So, immer noch, ganz spontan? Ja, er ist für alle Menschen, die sich gern auf dünnem Eis bewegen und alle Menschen, die sich auf Wolke 6 befinden. Okay, dann lassen wir das jetzt mal so stehen, ja. Genau. Sie schreien.
Ihr habt gerade gesagt, dass ihr den Song immer